Ja, Freunde der Sonne, wie man sieht, eine neue Konsole, ein neues Spiel, ein ganz anderes System. Heute bei mir in meinem Zimmer Super Smash Bros. Wie lange habe ich darauf mich schon gefreut, das weckt so Kindheitserinnerungen. Damals, als ich, wie viele in meinem Alter, mit Nintendo groß geworden sind, war der N64 und davor schon der SNES das Maß aller Dinge. Und das beste Kampfspiel, was es auf dem N64 gab, war nun einfach mal Smash Bros. Und deswegen freue ich mich ja drauf. Und schon geht's los und ich treffe die falschen Entscheidungen. Diese Wii U, Alter, wer hat sich das ausgedacht? Mr. Nintendo, ganz ehrlich. Was hast du dir dabei gedacht? Das ist unfassbar. Die Konsole, es dauert stundenlang, alles zu installieren. Es ist alles tierisch langsam, aber ich möchte mich nicht aufregen. Ich möchte eigentlich ein Spielmodus wählen. Und der ist anscheinend unter weitere versteckt. Oh, da muss er erstmal drauf kommen, dass das normale Solo-Spiel unter weitere ist. Oh, Nintendo. Alter. Gut. Wenn man so viel Hass in sich hat, nachdem man sich durch diese Menüs geklickt hat, dann ist es einfach nur perfekt, wenn man sich hier dermaßen ins Gesicht gehen kann. Und das werde ich jetzt auch mal machen. Und wir werden dieses Spiel als Solo erstmal probieren. Geplant ist noch ein Aufs Maul mit Freunden und die Meilensteine zu spielen, weil dort soll es ja möglich sein, 8-Bit-Varianten oder so, also alte Spiele von den Charakteren nochmal zu spielen. Bestimmte Levels zumindest. Alter, guck dir den Geist an, Junge. Der ist ja mal völlig frei von allem. Gut, ich hatte es schon mal versucht, und da hatte ich die 3 geschafft. Also werde ich mich jetzt mal knallhart auf 3,5 hochpushen. So, das neue Solo-Spiel sieht leider ein bisschen anders aus. Man hat hier dieses Feld und seinen Charakter. Den kann man hier mit dem wunderschönen Wii U-Controller hin und her bewegen. Und dann kann man zu einem Gegner gehen und dann hat man den auch. Und wir fangen mal ganz leicht an. Mit nur einem Gegner. Es gibt zwei Schlagtasten, soweit ich das sehe. Und zwei Sprungtasten, warum auch immer das der Fall ist. Aber man sieht hier schon eine schöne alte Map von Star Fox. Ich hätte auch mal meinen Namen auswählen können. Jetzt steht da SP1. Ah, jetzt hat er sich einen Gefährten geholt. Aber. Wow. Oh, die Welt verändert sich. Komm doch hoch, du kleiner dreckiger Mistkirby. Bam! Da tritt's einfach aus dem Bild. So schnell kann's gehen, da mich das freut, ey, wenn man richtig Aggression rauslassen kann. So, das war ja bloß ein Häppchen. Auf geht's gleich mit einem munteren Haufen. Obwohl ich Nintendo-Kind bin, kenne ich einige Charaktere hier gar nicht. Also den Ike zum Beispiel. Keine Ahnung, war der bei Final Fantasy? Hilft mir weiter. Und das ist jetzt alle gegen alle, oder was hier? Oh. Geil ist auch bei der Wii U-Version gibt es jetzt ein 8-Player-Smash-Brawl-Gedöns. Geht ihr noch mit, Jungs? Zack. Ein 8-Player-Smash-Brawl-Gedöns, wo man wirklich sich zu 8 aus Maul hauen kann, wenn man so viele Gamepads hat. Weil Nintendo hat es natürlich so gemacht, dass dieser wunderbare Modus, wo es richtig viel Action gibt, nicht online verfügbar ist. Sondern nur offline. Da möchte ich mal Leute sehen, die zu 8 auf einem Sofa sitzen und das dann versuchen. Oh, wieder ein munterer Haufen. Das war ja bis jetzt noch keine Herausforderung. Also ich dachte, Schwierigkeitsgrad ein bisschen hochgestellt. Die Maps gefallen mir auch sehr, sehr gut. Da kommen immer. Insgesamt kommen mir einfach die ganze Zeit Erinnerungen. Eine schöne Bombe und ab geht's.
Zu viel Action, zu viel Action, zu viel Action! Oh oh, oh oh. Was passiert? Nein! Nein, wie kann ich mich retten? Oh fuck. Ist doch immer dasselbe, Mann. Oh, die Welt hat sich schon verändert. Man meckert über den Schwierigkeitsgrad, dass es zu einfach ist. Und dann kriegt man einfach die ganze Bandbreite ab. Oh, komm. Ein Item ist immer gut. Komm her, Großer. Komm, komm, komm. Oh, fuck. Aber eine Pistole ist auch nicht schlecht. Nein, wie er immer drüber springt, das kann doch nicht wahr sein. Stimmt, Blocken gab's auch. Kann übrigens auch blocken. Oh. Oh. Was macht der denn mit mir? Oh, das geht schon wieder weiter. Ich hab 107 Schadenspunkte hier, Prozentpunkte. Oh fuck, was ist jetzt? Nein, damit zerstört er mich völlig. Oh Gott. Oh, Leute. Nein, ich schneide das nicht raus. Ich spiele jetzt genauso hier. Ja. Willst du mich verarschen? Jetzt macht er einfach meinen Schwierigkeitsgrad runter. Kann ich das nicht noch verändern? Nee. Oh Gott. Trostpreis. Der Spieler mit den wenigsten Kämpfern erhält die wenigsten. Okay, das ging auch wieder zu schnell. So, also, Taktik. Den Großen erstmal direkt vernichten. Wow. Muss auch beim Spiel auch ein bisschen ruhig sein, weil sonst... Oh nein! Es geht schon wieder los. Oh, was war das für ein übelster Multikill gerade? Alter. Oh, Link gegen Link. Das kann ja spannend werden. Jawoll! Da knallt er ins Bild rein. So sieht's aus, Alter. Leg dich nicht mit Link an, der hier fast von der Plattform stürzt. Runde 3 gemeistert. Der Tisch ist fast leer. Ja, hau bloß ab, Alter. Hier hatte ich noch eine Rechnung offen. So, mach ich mal lieber nochmal gegen einen. Da ist das Selbstbewusstsein ein bisschen in den Keller gegangen. Wer ist denn da, ey? Komm, Belohnung hier. Was Gutes. Und wir kämpfen auf der Mario-Piste. Das ist sehr geil. Das ist so eine... Eine Übernahme von Mario Kart 8. Oh, komm schon, was ist mit dir los? Nein, das Item weggeworfen. Oh, nicht hinter mich. Da stehe ich gar nicht drauf. Oh, ins Gesicht. Jawohl, jawohl, war's das schon, war's das schon? Oh, der Bogen, den habe ich da gar nicht gesehen. Wie habe ich denn den gemacht? Oh, das sollte es doch jetzt gewesen sein. Zack! Fliegt so aus dem Bild. Runde 4 gemeistert. Eine Trophäe, eine Spezialtechnik. Ich weiß noch gar nicht, was das alles zu bedeuten hat. Tja, da hat sich der Rest auch schon verabschiedet. Also dachte ich, mit dem legen wir uns nicht an. Bleibt noch ein Feld frei. Was ist denn ein Quatschutsu? Die Bewohnerin sieht ja auch wahnsinnig gefährlich aus. Oh, ja,
ich hätte es ihr vielleicht nicht ins Gesicht sagen sollen. Alter. Ist geil, wie sich das alles immer verändert hier. Was ist das für eine Map? So eine alte... Alte Samus Aran-Map aus Metroid Prime oder was? Oh, da sieht sie beide in die Luft. Was ist da? Das explodiert, okay. Hab ich alles im Griff. Jetzt hau doch nicht ab! Leg dich an mit mir! Wow! Explodiert mir die Bombe selbst in der Hand. Ich muss dieses Super Smash irgendwie kriegen. Ich weiß nicht mal, wie man es benutzt. Komm, du hast ja jetzt nichts mehr. Nein. Nein, ich muss weg. Nein. Oh, sie hat genau getroffen. Und nochmal, oder was? Oh, konnte ich entwiehen? Nein. Nein. Einfach wegspringen. Das war mächtig unfair. Jetzt habe ich sogar mehr Schadenspunkte als sie. Wo? Oh. Jawohl. Was war das denn? Jetzt habe ich mir selber... Komm schon. Wie lange willst du das denn noch machen? Jawohl, da ist das Ding. Gott sei Dank. Runde 5 gemeistert. Ich weiß gar nicht mehr, wie lang war denn das hier eigentlich mit dem Solo-Dings? Ich glaube, das war früher, war das sehr, sehr lang. Da hat das bestimmt so 10 Runden oder so gedauert. Hier sieht es so hässlich aus, ey. Das verlangt ja gerade nach einem tierischen Schlag ins Gesicht. Bereit, los! Oh, und die fliegen auch schön schnell weg. Das ist gut, sowas mag ich. Gab's doch früher diese Kirbys oder was, die man bei N64 so weghauen musste. Ja, komm hier. Schön mit Maschinenwehr. Was macht ihr denn? Und wieder drauf und nochmal drauf. Ich glaube, die Waffe bringt insgesamt nicht so viel. Oh, komm. Bin noch nicht fertig. Er springt auch noch genau drauf und ich treffe ihn dann doch nicht. Was habe ich denn für eine scheiß Waffe in der Hand? Ach jetzt, so kann man die wegwerfen. Und da habe ich sie wieder. Das müssten noch die letzten beiden sein. Genau, und vernichtet. Ich hätte das schon gern mit dem 3,5er Schwierigkeitsgrad gemacht. So, wer traut sich jetzt? Oh nein, es ist die Meisterhand! So war es jedenfalls beim N64. Gegen Meisterhand! Oh, und Crazy Hand! Da möchte ich ja nicht wissen, was die Ahn so macht. Fünf Minuten Zeit. 261 Trefferpunkte. Alter, Ring 2 ist das schon. So. Oh, komm. Ey, da ist ja schon fast die Hälfte weg hier. Ja. Nein! Oh, früher kann man sich da schön auf 1 konzentrieren. Was ist denn jetzt los? Oh, fuck, fuck, fuck. Nein, da kulle ich an der Seite runter, das darf doch nicht wahr sein. Ich sollte mich noch mehr in der Mitte aufhalten, weil ich es noch nicht drauf habe, wie man sich hier großartig wegbewegt vom Gegner. Aber das sollte doch machbar sein, komm.
Oh nein, eingesperrt. Oh fuck. Oh Gott, ich kann doch das Schild benutzen. Nein, was macht er jetzt? Er bricht mir, glaube ich, irgendwelche nicht vorhandenen Knochen. Was macht er jetzt? Schläft er? Nicht schlafen, Junge. Oh Gott. Komm, es ist so knapp. Komm, es ist so knapp. Komm schon. 6 HP, Alter, 6 HP. Ja. Wenn du es mit 130% Schlag abkriegst, kann es sein, dass du so schnell aus dem Bildschirm rausfliegst und ins nächste Wohnzimmer rein. Endergebnis. Der MT ist glücklich. Ja, der MT hat es geschafft. Nur ein Fehlversuch. Und es wurde eine Trophäe freigeschaltet. Schön. Schön, schön, schön. Damit verabschiede ich mich auch aus der ersten Folge dieser Reihe mit diesen tollen Cutscenes, die man zerstören kann. Und dadurch hinten ein Bild aufdeckt. Und dann kriegt man, glaube ich, noch eine Abschlusssequenz, aber scheint doch jetzt nicht so wichtig zu sein. Ne, Freunde? Ich bin raus und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe.